Gut, also ich würde mich noch mal schnell ein bisschen vertieft noch vorstellen, damit man dann auch ein bisschen den Zusammenhang zu dem ganzen Referat sieht. Ich bin gelernter Landschaftsgärtner, habe im 82 Landschaftsgärtner gelernt in Adorf, habe mich dann weitergebildet bis zum Gärtnermeister in den 90er Jahren, habe in verschiedenen Betrieben in der Ostschweiz gearbeitet, auch noch ein Jahr in Amerika auf Gartenbau gearbeitet. Und im 2000 habe ich dann die Professionalisierung von der überbetrieblichen Kurs, früher nennt die noch Einführungskurs geheißen, für die Landschaftsgärtner, auf Beine gestellt. Und in der Ostschweiz bin ich jetzt zuständig für alle Landschaftsgärtnerlehrlinge, für die praktische Arbeit, die jetzt instruieren und zu ausbilden. Neben dem ist natürlich mein Hobby sehr wichtig. Ich habe mich schon als kleines Kind für Insekten interessiert. Ich habe dann am Anfang natürlich Schmetterlinge haben mir sehr gefallen. Ich habe mal ziemlich zuerst mit den großen Schmetterlingen beschäftigt. Und irgendwann kennt man dann viele von diesen Schmetterlingen und dann werden die kleineren spannend. Ich habe mich dann vermehrt zu den Kleinschmetterlingen vorgeschafft. Bin dann auch Co-Autor bei der Checkliste der Schmetterlinge von der Schweiz. Habe relativ viel von diesen Familien bearbeitet. Verbreitung in der Schweiz zu erfassen und den Bestand ein bisschen zu erfassen. Habe mich dann auch noch ein bisschen in die Wanzen hineingeschafft und bin schon seit 25 Jahren Präsident vom Entomologischen Verein Alpstein. Das ist eigentlich der insektenkundliche Verein in der Ostschweiz. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund und seit dem letzten Jahr, seit dem 2020, bin ich auch Teil vom Naturinfo. Ich befasse mich, darf ich da befassen mit der Frage zu den Wirbellosen im Kanton St. Gallen. Das einfach ein bisschen zu meiner Person. Jetzt die Idee. Die Idee ist gewesen, dass man vom Unternehmerverband Schadenswyss-Thurgau Präsidenten Viktor Gschwend die Idee gehabt, dass man eigentlich im Juni 2015 sollte eine Arbeitsgruppe bilden, zum das Thema Biodiversität aufzunehmen und quasi das natürlich aus der Gärtnersicht auch nutzen, um die Bevölkerung ein bisschen aufzuklären. Wir haben dann so ein Sechser-Arbeitsteam gegründet. Das wäre eben der Viktor Gschwend als Präsident vom Verband. Er ist 2018 auch Gärtner des Jahres geworden in der gesamten Schweiz, weil er so innovativ ist und immer gute Ideen hat. Dann haben wir unseren Sekretär, den Stefan Zöllig. Der macht mit ihm am Leben so Gedankenspiele, was könnte man noch alles auf Beine stellen. Und dann haben wir zwei Naturgärtner, den Markus Neubauer von Erlen und den Markus Alemann von Schönholzerswilen dabei. Dann ist Marianne Küenzi, ist Planerin, Architektin, Landschaftsarchitektin und ich als halt dann der Insektenspezialist. Weil natürlich auch das Thema Insektensterben auf dem Plan war, schon zu dieser Zeit. Und dann haben wir uns heute mal getroffen, im Juni 2015, und dann haben wir mal frei von den Lebern weg ein bisschen sinniert, was könnten wir machen, was könnte für die Bevölkerung interessant sein, was könnte aber auch für unsere Branche interessant sein. Es ist klar auf der Hand gelegen, dass eigentlich das Know-how, das Fachwissen bei den Gärtnern vorhanden ist, was Biodiversität anbelangt. Natürlich der Einsatz von der Pflanzen, auch das Einheimische kennen, verwenden, richtig verwenden und auch Sachen, Kleinstrukturen. Da haben wir wirklich auch mit unseren Naturgärtnern Spezialisten gehabt. Wir sind dann nicht gerade irgendwie zum Resultat gekommen, was wir jetzt machen wollen. Eine Idee war, dass man im Prinzip könnte, analog zur Bischofszell, wo eigentlich die Rosenstadt geworden ist, könnte man irgendeine Gemeinde gewinnen als Biodiversitätsgemeinde vom Kanton Thurgau. Und das andere ist, wir wollten irgendetwas realisieren, wo man dann der Bevölkerung auch zeigen kann, wie kann man auch ein bisschen das, die einheimischen Pflanzen, die Lebensräume auch im Garten gestalten. Wir sind dann wieder voneinander gegangen, haben das auch ein bisschen sacken lassen und hätten aber am nächsten Treffen ganz klar das Projekt realisieren, weiterzogen und nicht eigentlich
die Gemeinde, Biodiversitätsgemeinde. Und so sind wir dann eigentlich zum Botanischen Garten, in Anführungszeichen, gekommen, in Frauenfeld. Das ist ursprünglich ein Lerngarten für die Kantonsschule, 1865 gegründet. Es ist nicht ein klassischer botanischer Garten. Es hat einfach ein bisschen eine Baumsammlung mit sehr vielen exotischen Bäumen, aber auch einheimischen. Und der ist so ein bisschen dahin vegetiert. Dann hat man im Jahr 2002 hat man den renoviert, im 200-Jahr-Jubiläum vom Kanton Thurgau. Anlässlich von dem Jubiläum hat man den wieder aufgefrischt. Und dort hat man jetzt sehr viel alt exotische Unterpflanzungen gemacht. Und man sieht dann auch noch ein später, bei den Detailaufnahmen sieht man, es hat noch so Themengärtchen, so quadratische, wo früher noch Gewürz- und Färberpflanzen drin sind und Heilpflanzen. Wir haben dann abgeklärt, wem gehört das überhaupt? Gehört dem Kanton Thurgau, ist Besitzer. Und haben dann mal gefragt, ob das überhaupt realistisch ist, da etwas zu machen. Uns ist ganz klar gewesen, dass wir am Baumbestand nichts ändern, aber an der Unterpflanzung würden wir gerne etwas machen. Und so haben wir noch ein Konzept erarbeitet. Dazu haben auch Thurgauer Wildstudie gehört. Das ist dann noch ein paralleles Projekt geworden, dass 8 Gärtnereien 50 einheimische Studien produzieren, wo man nachher kaufen. Also man sieht hier die 8 verschiedenen Betriebe in Thurgau verteilt. Die tun nicht alle die 50 Studien produzieren. Es gibt größere wie der Rot zum Beispiel, der macht fast das ganze Sortiment. Und andere kleinere Gärtnereien machen eben den Ausschnitt. Man sieht hier unser Inhaltsverzeichnis. Wir haben noch eine Broschüre gemacht. Dazu. Der Markus Neubauer hat eigentlich schon die ganzen Pflanzendetails für seinen Betrieb eigentlich schon mal aufgestellt gehabt. Und ich habe noch die relevanten Aussagen zu Wildbienen und zu Schmetterlingen ergänzt. Man hätte noch die Samen können beziehen über den Markus Neubauer. Und jede Gärtnerei hat eben können sein Sortiment ansehen. Und hat eigentlich ab dem 2017 haben die Gärtnerei ab dem Frühling dort immer eine Ecke gehabt mit diesen einheimischen Thurgauer Wildstuden. Das ist eigentlich sehr gut angelaufen. Man hat das eigentlich noch ausbauen. Das Sortiment ist geblieben, aber die Ecken in diesen Gärtnereien sind grösser geworden. Und die Broschüre, die haben wir nicht gratis abgegeben, die kostet 8 Franken. Und da haben wir seit dem 17. ich glaube 2000 verkauft. Also wir haben jetzt gerade wieder eine neue Auflage gedruckt. Parallel haben wir natürlich probiert, unser Projekt im Botanischen Garten weiterzubringen. Wir haben eine Kostenschätzung zusammengestellt. Wir sind bei 160'000 Franken gewesen. Wir haben das wollen durch Sponsoring reinbringen und durch Eigenmittel natürlich, wo wir eine Arbeitsleistung machen. Und ist aber sehr harzig gewesen. Also wir sind überall anfragen. Wir haben eine sehr gute Sponsorenmappe gemacht. Nach unserer Meinung sehr gute Sponsorenmappe. Sehr viele, vor allem Banken, Versicherungen, haben das super gefunden, die Idee, aber wir sollen doch an einem anderen Ort Geld holen. Und wir sind ein bisschen frustriert gewesen. 2017 im Sommer hat dann der Viktor Gschwend, der Präsident, schon fast den Bettel anrühren. Und er hat dann so in der Politik, würde man sagen, die Vertrauensfrage an den Verband gestellt. Also wir hatten einen Sommeranlass gehabt. Und er hat dann die Anwesenden gefragt, ob wir weitermachen sollen. Und zum Glück sind dann die richtigen Mitglieder dort gewesen, haben dann auch den Rücken gestärkt und haben dann
Gefühl gehabt, wir müssen weitermachen. Und haben dann eine sogenannte Botschafter kreiert. Das sind so Meterkisten, also Meter auf 60 cm, aus Thurgauer Fichtenholz zusammengezimmert. Und die haben wir mit Thurgauer Wildstuden bepflanzt. Und die haben wir dann probiert, im ganzen Kanton irgendwie an Mann und an Frau zu bringen. Man hätte können von 400 Franken pro Jahr mieten. Unsere Idee ist, aber die mal ein Jahr im ganzen Thurgau aufzustellen. Wir haben dann auch das beschrieben mit unserem Projekt Botanischer Garten, was das bringt. Und aber die Kosten für die Kisten, Bepflanzen, Erde und das Aufstellen hat uns und die Beschriftung hat uns 300 Franken gekostet. Und so sind 100 Franken an das Projekt dran. Und wir haben dann sage und schreibe 125 Kisten können platzieren und sind eigentlich 124 im Thurgau verteilt und eine ist außerhalb vom Kanton. Und die ist im Studio Leutschenbach, Schweizer Fernsehen. Wir sind sehr früh mit Mission B in Kontakt gekommen. Und wer sich dann vielleicht mal erinnert an den Trailer von Mission B, da sieht man 20 so Kisten, die sich dann zu dem B fahren. Also das sind unsere Kisten gewesen, ein Teil von unseren Kisten, wo man dann das gefilmt hat für das Mission B. Schweizer Fernsehen ist natürlich knallhart. Wir haben gehofft, dass wir auch beim Aufstellen vor dem Gebäude, dass man irgendwo unseren Jardin Suisse Thurgau sieht oder unsere Webseite, aber sie haben das natürlich tunlichst vermieden. Und ja, übers Fernsehen hat es nicht viel gebracht. Aber für uns selber ist es eigentlich ein guter Erfolg gewesen für das Projekt. Man sieht jetzt hier, die Kiste steht bei mir in Sulgen, im Ausbildungszentrum. Das ist jetzt im zweiten Jahr, wie die so sich darstellt. Wir haben dann noch endlich das Geld beieinander, 2019, also vier Jahre nach dem Start, haben wir können anfangen, das Ganze umzusetzen. Wir haben dann hier, sieht man, im Februar, wo wir so die Flächen zum Teil abhumusiert, also das sind Blumenrabatte gsi, wo man da mit exotischen Studen unterpflanzt hat. Die hat man nach einer Oberschicht abgetragen, hat nachher das mit Erde wieder verbessert. Und das sind nachher nach 3 Monaten Eindrücke von diesen Studenrabatten. Man hat Ruderalflächen gemacht, seht hier, grossen Totholzstamm, hat das nachher mit Kies verfüllt, bepflanzt und da ist nachher auch der Eindruck, nach einem Jahr ist das jetzt. Wir haben einen kleinen Teich noch gemacht, da mit Lehm ausgekleidet und da sieht man es nach dem Bepflanzen und da jetzt auch ein Jahr später. Und dann die Themengärten, die vier, die man da am Rand hatte, wo eigentlich nichts mehr gewachsen ist, die hat man auch ausgepackert, hat es nachher verfüllt und hat eigentlich Färberpflanzen drin, hat Heilpflanzen drin, hat Duftpflanzen und irgendein Kräuter noch. Also da auch mit Pflanzen. Und da noch ein Jahr, der Aspekt. Und Kleinstrukturen, wir haben Steinhäufe gemacht, wir haben Asthäufe gemacht und dann so kombinierte Stein- und Erdhäufe. Und was jetzt spannend ist, wir haben gerade vor 2 Wochen eine Sitzung wegen der Pflege und da hat jetzt der Betrieb, der das pflegt, hat jetzt selber eingesehen, im Winter ist ein riesiger Nadelbaum umgehalten und der lässt jetzt gerade selber schon mal liegen. Also früher hat man vermutlich das Totholz abtransportiert, aber sie lässt jetzt auch gerade schon drin stehen.
Und dann am 29. Mai 19, eben knapp 4 Jahre später, haben wir nachher können unseren Garten einweihen. Das hat nachher bei Mission B auf einen Schlag 5000 Quadratmeter zusätzliche Biodiversitätsfläche gegeben. Wir haben 200 verschiedene Wildstudenarten gepflanzt und zum Teil noch ein bisschen Leistrüber. Im Gesamten haben wir 6000 Pflanzen gesetzt. Wir haben aus dem Projekt eigentlich nur gestrichen, wir hätten noch so Lehmuhren als Strukturelement einbauen. Und da hat noch eine die Planerin, die seinerzeit den Garten restauriert hat, hätten das nicht wollen. Leider. Wir haben noch den Botanischen Garten nicht wollen ungenutzt lassen. Wir haben einen sogenannten Infokurs angeboten. Wir haben geschaut, dass wir eigentlich so jeden Monat oder jeden zweiten Monat irgendetwas macht. Das kann ganz verschieden sein. Wir haben eigentlich, das ist jetzt 2020, da sieht man schon, Corona hat da schon ein bisschen reingewütet. Wir haben dann auch etwas müssen absagen, wir haben dann auch Sachen verschoben. Wir haben aber das meiste können machen. Wir haben immer so etwa 25 bis 35 Leute gehabt in diesen Anlässen. Weil es so von außen war, ist das eigentlich sehr gut gegangen. Und das hat Tier beinhaltet, hat aber auch Verwendung von Pflanzen beinhaltet. Und weil der Museumsgarten vom Naturmuseum gerade in der Nähe ist, vom Frauenfeld, haben wir die Anlässe, die sie noch hatten, auch drin tun. Darum hat es da noch so Pier-Anlässe. Also die haben nicht wir kreiert, das ist einfach noch so mit dem Museumsgarten zusammen. Das werden wir jetzt auch weiterhin machen. Ich habe selber jetzt noch nicht gross organisiert, weil eben die Corona-Situation das nicht so ganz zulässt. Das ist auch schwierig, um jetzt fix etwas zu planen, aber wir werden sicher auf den Sommer auch wieder so etwas machen. Wir haben eine Seite vom Jardin Suisse Thurgau, einen Link auf unsere Biodiversitätsseite. Die habe ich jetzt hier nicht drauf, aber die kann ich dann sicher auch noch als Ergänzung angeben bei der Aufnahme vermutlich. Wir haben natürlich noch ein bisschen Blut gelegt. Also unsere Arbeitsgruppe gibt es immer noch. Aktuell haben wir jetzt am nächsten Montag unsere 34. Sitzung. Und wir haben gesagt, wir machen neue Sachen. Wir haben unsere Botschafter, die Boxen, haben wir nach einem Jahr, haben die noch so gut ausgesehen. Haben wir gesagt, die tun wir jetzt nicht wieder einsammeln und verschrotten, sondern wir haben Besitzer, haben wir eigentlich 3 Varianten angegeben. Wir haben es angeschrieben und haben gesagt, ihr könnt sie noch mal ein Jahr mieten, so wie sie ist. Dann hat es, glaube ich, 50 Franken gekostet. Ihr könnt aber sie neu bepflanzt haben oder ergänzend bepflanzt haben nach verschiedenen Themen mit Duft oder mit Kräuter oder mit noch mehr Artenvielfalt. Da haben wir ihnen so verschiedene Sets zusammengestellt, die sie können anmelden können. Er hat aber auch gesagt, wenn er sie nicht mehr wollt, holen wir sie ab. Und da hat dann so zur Folge gehabt, dass man eigentlich von diesen 125 haben wir am Schluss, glaube ich, etwa 45 Ritter geholt, aber die restlichen stehen immer noch. Hat man einmal neu bepflanzt und dann hat man es eigentlich ihnen übergeben. Das ist jetzt das eigentlich im Besitz von diesen Gemeinden, Schulen oder Privatleuten ist. Aus diesen 45, die Ritter gekommen sind, da kommt schon zum nächsten, von diesen 45 Kisten, die Ritter gekommen sind, haben wir nochmal 5 neu gemacht, dass wir wieder 50 haben und haben das eben auch als Themenbox bepflanzt. Also mit jeder Art von unserer Wildstude, Thurgauer Wildstude, haben wir es bepflanzt und haben dann noch wie so einen Lehrgarten daraus gemacht. Was wir parallel auch gemacht haben, ist noch eine 10 Quadratmeter Thurgauer Blumenwiese. Das war eben so eine Reaktion auf die anderen, auf die einjährigen Mischungen. Wir haben jetzt hier effektiv Samen aus Thurgauer Herkunft. Da hat man mit dem Buri, Johannes Buri, können managen. Der hat wirklich Thurgauer Samen von Thurgauer Blumen. Und die hat man dann mit so einem Thurgauer Leu signiert. Und das ist nachher auch wieder in unseren Gärtnereien von den Verbandsmitgliedern verkauft oder verschenkt worden. Das ist dann die Gärtnereien
den Unternehmer überlassen. Dann, wie ich schon angetönt habe, von diesen blöden Boxen, die retten sind, haben wir dann das letzte Jahr Blütenboxen on Tour gemacht. Das sind dann eben die einzelbepflanzten Arten gewesen, die wir nachher haben die Gemeinden haben die können für 2 Wochen oder 1 Monat oder 2 Monate können mieten. Ist halt dann leider wegen Corona nicht so wahnsinnig gelaufen. Wir haben, ich glaube, 2 Monate, wo wir alle platziert haben. Aber wir haben auch relativ viele Monate, wo wir nur etwa 10 oder 20 platziert haben. Aber dort, wo sie sind, dort sind sie eigentlich gut da. Dann haben wir ein weiteres Projekt, das wir eigentlich letztes Jahr wollten anfangen. Wir haben eigentlich angefangen. Wir haben gesehen, dass in der Grundbildung, in der Schule, in der Unterstufe, 3., 4. Klasse, ist das Thema Biodiversität im Lehrplan im Thurgau. Ich nehme an, ist auch in St. Gallen so. Und wir haben eine Schule gesucht, wo man könnte mit so einer Klasse oder 2 oder 3 könnte im Prinzip die Schulumgebung mal aufnehmen, was rum ist, an Pflanzen und an Insekten. Und damit die Schüler irgendwie erarbeiten, was könnte man für Pflanzen noch ergänzen, damit die Vielfalt auch für die Tiere zunimmt. Und dann könnten sie bei uns in der Gärtnerei die Pflanzen produzieren, die Schüler. Wir würden es eigentlich betreuen, bis auspflanzreif sind und nachher mit den Schülern wieder auspflanzen und dann 1, 2 Jahre später wieder eine Erfolgskontrolle machen. Wir hätten die Schule gehabt in Weinfelden, aber nachher, der Start wäre im Mai 2020 und dann ist halt auch Corona reingekommen. Da ist jetzt noch ein bisschen bremst, also wir wollen das sicher realisieren, aber wir haben jetzt dort noch kein Resultat. Und das Letzte, wo wir jetzt auch dran sind, ist der Lehm, unser Thurgauer Rohstoff. Da wird man wirklich zeigen, was man vor allem mit Lehm, was für Mauern, was für Elemente, dass man die im Garten könnte bauen. Das sind jetzt also 2 Projekte, die wir jetzt weiter verfolgen wollen. Das wäre so ein bisschen von der Idee zum Projekt.